Man sitzt auf der Toilette und es dauert etwas länger. Und da gibt es ja einige Dinge, die man tun kann, um sich dort zu beschäftigen. Die einen lesen eine Zeitung, die anderen scrollen durch ihr Smartphone, die nächsten nehmen die Duschgelverpackung und lesen die Rückseite. Aber es gibt dieses eine Phänomen, man sitzt auf dem Klo und zockt mit dem Gameboy Tetris. Ich mache das nicht wirklich, aber ich habe mir da mal so überlegt, was es so für Spiele gibt auf Handheld-Systemen, bevorzugt Nintendo, die man so auf der Toilette zocken kann, um sich die Zeit zu vertreiben. Und die gibt es heute, also legen wir los. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie schon im Intro angekündigt, geht es heute um Spiele, die sich perfekt dazu eignen, sie auf dem Klo zu zocken. Das ist natürlich meine eigene Liste. Wenn jetzt jemand sagt, nee, tut mir leid, ich zock was anderes auf dem Klo, geh mir weg damit. Oder ihr sagt, nee, ich mache das nicht mehr, weil mir schon dreimal der DS ins Klo gefallen ist. Oder ihr euch generell davon entfernt, dann ist es natürlich eine andere Sache. Und wir fangen direkt mal an mit zwei Klassikern für den Nintendo DS. Und zwar Dr. Kawashimas Gehirnjogging und mehr Gehirnjogging. Wenn es hinten ein bisschen fester wird oder man doch ein bisschen, ja, Durchfall hat und seine grauen Gehirnzellen ein bisschen anstrengen muss, damit das Ganze doch ein bisschen schneller geht, eignen sich diese Spiele hier perfekt. Gerade der Sudoku-Modus, den kann man doch wirklich sehr gut spielen und auch mal ein paar Runden rein versenken. Und da kann man seine Zeit schön reinbuttern. Am besten legt man auch seinen DS daneben und dann geht es beim nächsten Mal direkt nahtlos weiter. Aber wer ein bisschen mehr Action mag, der wird auf der Nintendo Switch fündig mit der Doom Collection bzw. Doom 64. Und zwar haben wir Doom 1 bis 3 und hier Doom 64. Das ist geballte Shooter-Action vom Ego-Shooter. Also in dieser Version werdet ihr die Spiele nicht mehr bekommen, weil ich habe die ja limitiert bestellt, aber als Download könnt ihr euch die Spiele holen. Und da geht es ein bisschen rasanter zu. Immer mal wieder so ein paar Runden spielen, so ein bisschen Geballer. Ist auf der Toilette eigentlich auch mal ganz gut, oder? Da wird es richtig schön. Ja, dann wieder mal ein weiterer Klassiker für den Gameboy und zwar Tennis. Ja, ich habe mir nicht Tetris rausgesucht, weil dieses Standard-Tetris, ja, das ist ja wohl allzeit bekannt. Das ist natürlich ein Must-Have. Aber hier Tennis für den Gameboy. Also Tennis geht eigentlich immer. Einfach mal so ein paar Runden reingeschmissen. Passt perfekt. Das Super Tennis, was ich auch für ein SNES habe, das ist auch ein geiles Spiel, aber kann man ja schlecht auf dem Fernseher im Klo zocken. Und hier einfach mal so ein paar Runden reingeschmissen. Perfekt. Perfekt, ganz ehrlich. Gut ausbalanciert, das waren doch die guten alten Tennisspiele. Das war noch so schön, heutzutage mal was zu finden. Ja, es gibt Mario Golf Super Rush, aber irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so viel Gutes von gehört und deswegen hier für den alten grauen Gameboy. Wer natürlich kein Gameboy hat, kann sich auch teuer für den DS noch ein Spiel holen und zwar Metroid Prime Pinball. Das ist ein Pinball-Spiel im Metroid-Universum. Und das ist natürlich perfekt, um auf der Toilette einfach mal so ein paar Runden zu ballern. Einfach mal so ein bisschen flippern, ist doch richtig geil. Das erinnert mich immer damals an die alten Zeiten von 3D Pinball Space Cadet auf Windows, beziehungsweise auf Windows XP. Da hat man auch mal richtig geil gespielt und das ist so eine gute Hommage dran. Und ja, aber dieses Spiel ist nicht mehr so einfach zu bekommen, weil es kostet mittlerweile auch immer noch 40, 50 Euro. Und dann noch hier mit dem Rumble Expansion Pack. Oh, da vibriert's, da geht's richtig los auf Klo. Da ballert's ab. Puzzle Action. Puzzle and Dragoons Set und Puzzle and Dragoons in der Super Mario Bros. Edition. Ja, hier spielt man mit dem Touchscreen und muss die Puzzle in einer bestimmten Reihe ja, mit den gleichen Mustern zusammen verbinden, um sie dann aufzulösen. Und damit kann man dann die anderen Gegner, die sich hier befinden, bekämpfen. Und das ist eigentlich auch perfekt, um mal so ein bisschen zu knobeln, ein bisschen zu puzzeln auf der Toilette, so für nebenbei. Das ist eigentlich schon richtig geil. Und dann noch hier beide Versionen auf einer Cartridge. Passt perfekt. Kann man sich auch immer noch für ein paar Euro mitnehmen, das Spiel. Ich glaube 10 Euro, wenn überhaupt. Vielleicht auch 13 Euro, je nachdem. Und das ist eigentlich gut, um es ein bisschen, ja, puzzelig angehen zu lassen. Das nächste wieder für die Nintendo Switch. Und ich erwähne es auch immer wieder gerne. Horizon Chase Turbo. Ein richtig geiles Rennspiel, was richtig auf die Schnelligkeit basiert. Da geht es richtig ab. Ne, das ist jetzt nicht so, ja, ich fahre jetzt einfach mal hier ein paar Runden und das dauert hier so lange wie ein ganzer Cup Mario Kart. Nee, hier geht's los. Du fährst mit deinem Boliden Vollgas. Und auf der Strecke verlierst du halt deinen Treibstoff, dein Benzin und du musst während des Rennens Benzintanks aufsammeln, sonst ist der Tank irgendwann leer und dann kannst du nicht mehr weiterfahren und das Rennen ist gelaufen.
Um die 100% natürlich zu spielen, musst du auch die Tokens, die sich auf der Strecke befinden, die Coins, aufsammeln. Nebenbei musst du noch bei Vollspeed alle deine Gegner einholen und die Kollisionsabfrage. Ey, wirklich richtig krass. Du, wenn du gegen den Gegner fährst und den hinten rammst, dann kriegt der nochmal einen Boost und du fliegst einfach zurück. Und wenn du die Kurve nicht richtig nimmst und rausfliegst, das kostet wertvolle Sekunden. Das ist nochmal so ein bisschen Action, wo man sich konzentrieren muss. Und dann kommt es vielleicht auch hinten ganz gut raus und passt perfekt für die Toilette. Hier habe ich die physische Version. Als letztes habe ich hier noch für die Nintendo Switch die Sanders Extremes Freeriding, der Fahrradsimulator, hä? Wie unser Kollege immer schön sagt, hier von Paluten immer das Let's Play, Werbung unbezahlt. Das ist auch so ein Spiel, das kann man eigentlich immer mal wieder reinschmeißen und so ein paar Berge runterfahren über so ein paar Missionen. Das kann man eigentlich chillig machen. Fährt man so ein bisschen mit dem Fahrrad, macht ein paar Stunts-Tricks so für nebenbei. Ist eigentlich ganz chillig. Und kann man da auch viel freischalten über den Story-Modus und kann man dann immer mal wieder spielen. Und dann hat man das Spiel durchgezockt irgendwann. Ja, auf der Toilette. Das sind jetzt so meine Empfehlungen für Klo-Games. Für Spiele, die man auf der Toilette zocken kann. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Spiele, die vielleicht auch demnächst rauskommen, die sich natürlich perfekt eignen. Es gibt auch so noch unzählige Spiele, die ich jetzt alle gar nicht nennen kann. Ja, wie gesagt, Tetris, vielleicht auch mal so ein Super Mario Land für nebenbei. Da gibt es genug. Aber das sind jetzt so meine Empfehlungen. Und vielleicht guckt ihr ja mal und nächstes Mal auf dem stillen Örtchen, dann geht's los. Also, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und macht's gut. Ciao.